Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer kleinen, ja, wie soll ich es mal nennen? Ich sage es mal Mythbusters-Folge. Und zwar geht es sich heute hier drum, um diese kleinen, süßen 1 ml-Spritzen, mit denen wir unsere Flüssigkeiten in den Wassertest reinpacken. Und es gibt da zwei Varianten, wie man mit diesen Spritzen verfahren kann. Und ja, die einfachste Variante ist natürlich, ich stecke die Spritze in die entsprechende Flüssigkeit rein, ziehe sie auf bis zum Punkt 1 ml, also sprich bis der Kolben auf 1 ml steht. Und dann habe ich natürlich auch den Vorteil, dass wenn ich dann anschließend hingehe und das Ganze ausdrücke bis nach unten hin, habe ich auch tatsächlich hundertprozentig 1 ml wieder rausgedrückt. So, jetzt habe ich in einem Video von mir, beziehungsweise Wassertest lang erklärt, die Flüssigkeit so weit hochgezogen, die Flüssigkeit wohlgemerkt, dass die Flüssigkeit selber an dieser 1 ml Markierung stand. Und dann bin ich hingegangen und habe dann den Kolben runtergedrückt und habe dann anschließend am Flüssigkeitsstand und nicht am Kolben gemessen. Wenn ich den Flüssigkeitsstand jetzt so weit runterdrücke, dass dann hier unten die Flüssigkeit auf 0 steht und der Kolben darüber noch Luft hat, dann habe ich exakt auch 1 ml verbraucht. Dass dann natürlich dann jetzt noch, ich sage es mal 0,1 oder 0,2 mehr noch in der Spritze drin sind, hier unten im Kopf, das ist korrekt. Wenn ich jetzt bei der Variante, wo ich die Flüssigkeit hier oben hatte und dann anschließend den Fehler mache und dann am Kolben ablese, das ist falsch, das ist korrekt. Dann habe ich natürlich ein verfälschtes Ergebnis. Wenn ich die Flüssigkeit bis zur 1 ml Marke tatsächlich hochziehen kann, weil noch Rest dementsprechend hier unten drin ist, dann spricht nichts dagegen, tatsächlich an der Flüssigkeit abzulesen. Aber das muss man dann auch sich bewusst sein, dass man dann an der Flüssigkeit abliest. Und das habe ich in meinem Video gemacht. Ich habe bisher, ich sage es mal, fast immer so gearbeitet und habe es mir jetzt in den letzten, ich sage mal, Monaten auch wieder angewöhnt, am Kolben abzulesen. Also sprich, den Kolben bis auf entsprechende Marke zu ziehen. Aber in diesem Video habe ich es so gemacht, dass man die Flüssigkeit bis an die 1 ml Marke gezogen hat. Und ich habe das Ganze an der Flüssigkeit abgelesen. Also ist keine Verfälschung des Messergebnisses vorhanden. Das kann ich euch auch praktisch beweisen. Dazu habe ich einen kleinen Versuchsaufbau. Wir sehen uns gleich wieder. So, Vipers Mythbusters Versuchsaufbau, ganz einfach. 2 Spritzen, jeweils exakt die gleichen. Diese Spritze hier ist präpariert, beziehungsweise da ist schon Material im hier vorne im Spritzenkopf drin. Und diese hier ist komplett leer. Die ziehen wir jetzt auf. Und zwar so, wie wir es in den Beschreibungen drinstehen haben. Bis, ja, der Kolben exakt auf 1 ml steht. Diese andere Spritze hier ziehe ich jetzt auf, dass der Flüssigkeitsstand bis hier steht. So, ihr seht das. Da ist der Flüssigkeitsstand. So, und jetzt gehen wir den Vergleich an. Jetzt gehen wir hier mal ein bisschen näher an die anderen Spritzen. Und als erstes befülle ich jetzt hier, also die Spritzen sind unten zugemacht. Die sind exakt auf der gleichen Höhe. Und diese Spritze hier, ihr seht, da oben ist der Flüssigkeitsstand. Bei 0,8, also ist die Aussage, dass eine Differenz von 0,2 zusätzlich in der Spritze ist, ist richtig. Aber wenn ich mit dem Kolben jetzt runterdrücke, und zwar bis zum Ende, habe ich 1 ml. Kolben ist leer.
So, hier gehe ich aber nach einem anderen Prinzip vor. Hier lese ich nicht die Marke am Kolben ab, sondern am Flüssigkeitsstand. Ich drücke jetzt den Kolben so weit runter, bis der Flüssigkeitsstand unten auf 0 ist. Das wäre jetzt der Fall. So, Flüssigkeitsstand ist auf 0 und wir haben darüber noch Luft. Und beide sind exakt mit einem Milliliter befüllt. So Leute, Beweis angetreten, Beweis erbracht. Und man muss halt wissen, wo man abliest, wie man abliest. Es ist richtig, ich habe es anders gemacht, als wie es in der Beschreibung steht, aber es war nicht falsch. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses kleine Mythbusters-Video hier gesehen habt. Bis zum nächsten Mal, euer Weimar. Ciao.